Auf das Duell hat man lange gewartet in Berlin. Das Lokalderby, nämlich Tennis Borussia Berlin gegen Hertha BSC. Zum ersten Mal übrigens in der 109-fachen Aufeinandertreffen-Geschichte in Bremen. Also 109 Mal sind die beiden aufeinander getroffen, in Berlin natürlich. Aber zum ersten Mal im Pokal. Und natürlich ist die Rollenverteilung klar. Der Favorit ist Hertha und Tennis Borussia als Zweitliga. Tabellenführer und das als Neuling natürlich der große Herausforderer. Man hat auf den großen Heimvorteil verzichtet im Mommsen-Stadion. Da hat man nämlich noch nicht ein Spiel verloren, ist trotzdem ins große Stadion gezogen. Und im Übrigen, der Trainer Hermann Gerland hat vorher gesagt, wir wollen nichts anderes als Hertha BSC, den großen Gegner, ein bisschen ärgern. Aber wer den Trainer kennt, der weiß, es darf ein bisschen mehr sein. Übrigens, kennen Sie die Mannschaft von Tennis Borussia? Sie sollten sie kennenlernen. Schauen Sie mal, wir haben die Mannschaft mal so, wie sie heute aufgelaufen ist, die ersten 11 zusammengestellt. Zweimal Jugoslawien, einmal Tunesien, einmal Türkei, einmal Bosnien, einmal Polen, einmal Spanien, einmal Kroatien und ein Sachse, ein Bayer und ein Hamburger. Das ist die Erfolgsmischung des Tigers, Hermann Gerland. Das Derby also, die Premiere und für dramatische Spiele ist Rolf Töpperwien zuständig. Willkommen zum Hauptstadtduell. Nicht nur ein Kampf um den Einzug ins Viertelfinale, sondern auch ein Prestige-Derby um den Fußballthron der Millionenmetropole. Außerdem kann sich der Sieger einen schielenden Blick auf den 12. Juni 99 leisten, wenn hier im altehrwürdigen Olympiastadion das Pokalfinale stattfindet. Hinein in ein außergewöhnliches Spiel, 3 Minuten laufen, der Erste der zweiten Liga im Angriff. Francesco Copado, Hackentrick, zu Kovacek, Pfosten. Tennis Borussia in der Aufstellung vom 3:2-Sieg gegen Karlsruhe, der die Tabellenführung in der zweiten Liga gebracht hatte, mit dem wesentlich besseren Start. Bruno Akrapovic, der ehemalige Mainzer, TB ohne Respekt vor dem klassenhöheren Gegner. Aracic, ein wendiger, ein torgefährlicher Mittelstürmer, Piraj. Herthas Abwehr mit Schmidt für den verletzten Van Buric noch nicht sonderlich gut sortiert. Nach 10 Minuten ein erster konstruktiver Hertha-Angriff. Dardai, Regdal, Veit, Bosch, vor Bayern Rajkovic, Flanke auf den langen Pfosten, Turm, 1:0 für den haushohen Favoriten. Und die Mehrzahl der über 40.000 äußerst erfreut. Darius Wosch, die schöne Flanke und Andi Thom schraubt sich höher als Dermek. Danach der Bundesliga-Fünfte sicherer und couragierter. Brez, Wosch, Kovacuko, 20. Minute. Das Spiel abwechslungsreich, aber Hertha überlegen. Stark die linke Seite mit Michael Hartmann, der neu in die Mannschaft gekommen war. Abwehr Akrapovic. Thom, auffälligster Herr Kahner, bis dahin neben Bosch. Und wie knapp dieser Schuss am Tor vorbeiflog, verdeutlicht dieser Einstellung. Hertha zeigte Mitte der ersten Halbzeit immer noch, dass sie eine Klasse höher spielte als TB. Fehler von Czurko. Sixth-Fight, doch dann reagiert Goran Czurko gut. Die nächste Szene, richtig. Achtung, Ballverlust von Thom. Michael Hamann, Matthias Hamann, ein Pass entblößt, er hat das Abwehr. Aracic und 1:1. Ein Tor wie aus heiterem Himmel. Und die TB-Fans plötzlich hellwach. Der Pass von Matthias Hamann entblößt die Hertha-Abwehr. Und der ungarische Nationaltorwart Kiraj hat keine Chance gegen den frei vor ihm auftauchenden Aracic. Ilja Aracic, auch in der zweiten Liga hat er bereits 7 Mal getroffen. Skurrile Szenen am Rande, außergewöhnliches auf dem Rasen. Noch 4 Minuten bis zur Pause, meldet sich zu Rajkovic. Aracic, Akrapovic und dann Francesco Copado. Tor und 2:1 für den Außenseiter. Co-Trainer Levi, begeisterter als Chef Gerland. Und auch diese Herren glücklich bis ans Herz.
Abseits oder nicht ist hier die Frage, wir können es nicht auflösen. Ich glaube aber, dass die auf einer Linie spielende Hertha-Abwehr, die sehr anfällig wirkte, dieses Tor regulär zugelassen hatte. Torschütze Francesco Copado, der Spanier aus Kiel. Hier ist er. Er träumt davon, einmal für den FC Sevilla, wenn diese Mannschaft in die erste spanische Division wieder aufsteigen sollte, zu spielen. Jetzt ist er aber noch bei den Tennis Borussen. Und das war die heiße Atmosphäre im kalten Olympiastadion zur Pause. Zweite Halbzeit bei Hertha, nun der Stürmer Xavi für den Mittelfeldspieler Dardai. Und Veit verfolgt von Tan. Foul, ja oder nein? Schiedsrichter Jürg Jansen vom SV Burg Altendorf hat die Zeitlupe nicht zur Verfügung. Wir bieten sie Ihnen aber selbstverständlich an. Meines Erachtens trifft Müslüm Kan jetzt den rechten Fuß von Veit. Es hätte Elfmeter geben können. Auf der anderen Seite, Freistoß Copado. Meldet sich. Rajkovic, unterkante Latte, Tor oder nicht? Nachschuss Kovacek, 3:1 für die Underdogs. 56. Minute, das Berliner Fußballspiel des Jahres nahm einen geradezu sensationellen Lauf. Schauen wir in die nächste Zeitlupe. Aus der Sicht von Torwart Kiray, der Schuss von Rajkovic. Als Torschütze wurde Zreko Kovacek genannt. Doch während sich die Tennisborussen noch tummelten, haben wir eine weitere Perspektive anzubieten. Und die zeigt, der Torschütze war eigentlich schon Rajkovic. Hier war der Ball deutlich hinter der Linie. Jürgen Römer ratlos. Was war mit seiner Hertha los? Gar nichts. TV spielte auf wie von einem anderen Stern. Copado überhaupt nicht zu stoppen. In den Lauf von Ilja Aratic. Schüttelt Herzog ab. Und 4:1. Unglaublich aber wahr. Tennis Borussia spielt sich aus dem Schatten von Hertha BSC. Noch einmal, schauen Sie, wie Aratic Hendrik Herzog, der wahrlich nicht unerfahren ist, abschüttelt. Und schon wieder hat Kiray das Nachsehen. Längst war die Mehrheit der Zuschauer auf die Seite von Tennis Borussia übergeschwenkt. Tolle Stimmung im Stadion. Copado. Kovacek, TB absolut Bundesliga-tauglich und Kiray verhindert das 5:1. Dann Akrapovic, super stark, genauso wie Copado und Hamann, gefoult von Tretschok, kein Pfiff, obwohl, wie die Zeitlupe zeigen wird, er absolut angebracht gewesen wäre. Ja. Noch 20 Minuten. Hertha, das sich kaum aufbäumte und Tennis Borussia auch spielerisch unterlegen war, konnte nach dieser Flanke von Wosch durch Alfons Chami verkürzen. 4:2. Doch das brachte weder Jürgen Röber noch die Zuschauer der Herthaner in Stimmung. Schoko hat das Nachsehen. 4:2. Chami beeilt sich. Eine einzelne Hertha-Fahne weht im steifen Wind. Doch das war's. Tennis Borussia zog völlig verdient ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein, während Hertha die heutige Lehrstunde wohl erst einmal verdauen muss. Auch wenn es abgedroschen klingt, Dieter Hoeneß, wo war der Klassenunterschied? Ja gut, er ist im Pokal sowieso selten zu erkennen. Das muss man klar sehen. Das hat man gestern beim Spiel Oberhausen gegen HSV gesehen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit, sollen den ersten 30, 35 Minuten war ein Klassenunterschied zu erkennen. Am Ende nicht mehr. Wird das Konsequenzen für Ihre Mannschaft haben oder sagen Sie, gut, dass wir uns jetzt auf die Bundesliga konzentrieren können? Nein, es ist sicherlich nicht gut, dass wir uns auf die Bundesliga konzentrieren können, denn wir hätten gerne im Pokal weitergespielt. Die Ausgangsposition wäre sehr günstiger gewesen, dieses Mal sehr weit zu kommen. So gesehen werden wir daran sicherlich noch ein bisschen zu kämpfen haben. Was war denn bei Ihnen los in der Kabine jetzt nach dem Sieg? Ja, Stimmung war super, haben ein bisschen gesungen und so wie es gehört. Allerdings sage ich, muss ich ehrlich sagen, es war jetzt nicht sensationsmäßig oder so. Ich denke auch, das war auch keine Sensation, weil wir auch eine ganz gute Mannschaft haben und wir haben uns natürlich alle sehr gefreut und alle sehr glücklich. Ich bin ganz zufrieden mit der Leistung von ganzer Mannschaft. Wir haben verdient gewonnen. War das nicht besser, als Sie sich vorgestellt hatten sogar?
ich habe die Hertha vielleicht ein bisschen besser erwartet, aber die haben für mich wie immer gespielt. Ich habe die auf Premiere öfters gesehen live und das war nichts Besonderes und wir wussten, dass unsere Chance da ist und die haben wir ganz klar genutzt. Was waren denn die Grundlagen Ihres Sieges? Grundlage war gutes technisches Spiel, gute Kombination. Man hat gesehen, jedes Tor war hervorragend rausgespielt und die haben gesehen, wie man Fußball spielen soll. Rums, das saß. Ein kleiner Trost für Hertha. Wenn mich nicht alles täuscht, wird die Mannschaft schon in der nächsten Saison die Revanche-Möglichkeit haben, wenn dann beide Berliner Clubs in der Bundesliga aufeinandertreffen. Und in Berlin stehen die beiden Trainer der beiden Kontrahenten Seite an Seite, Schulter an Schulter. Der Sieger hält das Mikrofon oder der Jüngere. Nach welchem System ist es gegangen? Hermann Gerland? Ja, ich bin der Jüngere und gewonnen habe ich auch. Heute stimmt der Ausnahmefall. Ich gratuliere recht herzlich. Und diesen Schulterschluss hat man ganz, ganz selten gesehen in den letzten Tagen. Man hat gelesen und gehört, dass es relativ viel Zunder gegeben hat vorher in der Partie oder vor dieser Partie. Hat sich das auch für Sie so dargestellt? Also ich habe ein herzliches Verhältnis zu meinem Kollegen. Ich schätze seine Arbeit, die er hier geleistet hat. Und ich habe das auch in der Presse immer betont. Es war ein Spiel natürlich für Tennis Borussia sehr wichtig. Und wir haben heute sehr gut gespielt und gewonnen. Aber ansonsten war das von unserer Seite, und ich glaube, was ich gelesen habe von Seiten von Jürgen Röber, ganz normal, wie es sein muss. Jetzt haben Sie vorher gesagt, Sie wollten Hertha BSC nur ein bisschen ärgern. Es war ein bisschen viel, Jürgen Röber. Erklären Sie mal, Sie sind in 4 Heimspielen bisher im Olympiastadion, was ja eigentlich ein Vorteil für Sie war, ungeschlagen geblieben und heute hat es nicht geklappt. War der Gegner so stark? Haben Sie Fehler gesehen bei Ihrer Mannschaft? Ja, anscheinend war es so. Sie haben sehr gut gespielt. Wir haben am Anfang ein, zwei Warnschüsse bekommen, sind da ein bisschen aufgewacht, haben 1-0 geführt, hätten das ausbauen können, haben dann durch individuelle Fehler auf einmal 2 ins Hinten gelegen. Aber unterm Strich muss man einfach sagen, Sie haben sehr gut gespielt, sehr kompakt gestanden, sehr gut nach vorne gespielt und man sieht, dass sie nicht zu Unrecht auf dem ersten Tabellenplatz in der zweiten Liga stehen. Vielen Dank nach Berlin, vielen Dank Jürgen Röber und Hermann Gerland. Vielen Dank. Und es ist ja nicht so, dass die 4 Paarungen des gestrigen Spieltags am Dienstag nicht noch einmal sehenswert wären in der Zusammenfassung. Und deshalb hat Marcel Bergmann die Themen und die Bilder des Tages gestern. Das Achtelfinale also ist komplett, bis auf das ausgefallene Spiel in Siegen. Das gucken wir uns jetzt mal in der Übersicht an. Da haben wir also die 3 Spiele des Tages. Heute insgesamt 17 Tore. Duisburg, Bayern München 2-4. Tennis Borussia Berlin, die große Überraschung gegen Hertha BSC, das Lokalderby 4-2. Und Bremens knapper Erfolg über Düsseldorf, Siegen gegen Uerdingen. Wie gesagt, 3. November versucht man es noch ein zweites Mal. Eingefärbt die Mannschaften, die weiter sind. Der VfB gestern mit dem überzeugenden 3-1 über Dortmund. Bochum, Mönchengladbach. Die Gladbacher haben das Ergebnis der Liga umgedreht. 1-0, also damit weiter. Wolfsburg gegen Bielefeld, den Zweitligisten 3-1. Und Oberhausens Sensationserfolg über den HSV nach Elfmeterschießen mit 7-6. Das Fazit der beiden Achtelfinaltale. Vielleicht dieses nicht, dass die Gesetzmäßigkeiten des Fußballs außer Kraft gesetzt werden im Pokal. Aber Ergebnisse und Leistungen der Liga sind Schall und Rauch, wenn ein Pokalspiel angepfiffen wird. Das gibt die Würze, diesen Wettbewerb. Darauf freuen wir uns auch in der nächsten Runde am 1. und 2. Dezember. Die Auslosung im aktuellen Sportstudio am kommenden Samstag. Dann wissen wir, wer gegen wen spielen wird. Eins haben wir noch. Ein kleiner Kommentar zum Tag aus Bremen. Markus Beierle. Bayern zurzeit die dominierende Mannschaft in Deutschland. Ja, also ich weiß nicht, welche Mannschaft Bayern München schlagen soll in Deutschland. Dankeschön. Habe ich eben Bremen gesagt? Nicht, dass Sie glauben, nicht, dass Sie glauben, auch die Zuschauer hier im Saal, nicht, dass Sie glauben, der Mann ist schon verkauft oder so gut wie verkauft nach den 2 Toren. Also, Markus Beierle wird auch weiterhin dem MSV Duisburg viel Freude bereiten. Wir sollten Ihnen noch, viel Beifall gibt es dafür, wir sollten Ihnen noch die Tennisergebnisse weiter. Als mit 4-2 endete auch das Berlin.